Hallöchen, Popöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Herr der Ringe Online. Wo ich jetzt endlich spielen kann nach einem recht langen Patchvorgang. Naja gut, so lang jetzt eigentlich nicht. Aber wenn man bedenkt, dass ich eine verdammte 128.000er Leitung habe und der das mit einem 64. der Geschwindigkeit, also mit durchschnittlich 2000, ja nicht mal durchschnittlich, eigentlich fast, ja, maximal 2000 im Prinzip. Naja gut, teilweise war er über 2000, aber im Prinzip war es fast die ganze Zeit bei maximal 2000 Kbit. Mehr nicht. Das ist ja fast Steinzeitgeschwindigkeit. Und für einen Patch ist das echt lahm. Na gut, der Patch war zum Glück nicht so groß, aber was soll ich machen, wenn da große Patches kommen mit mehreren 100 MB? Oder gar mit einem Gigabyte? Soll ich den ganzen Tag warten oder was? Ich meine, was soll denn das? Weil bei 2 Mbit dauert ein Gigabyte? Wie lange dauert ein Gigabyte? Eine Stunde circa. Ja, eine Stunde circa. Naja, gut, ist jetzt nicht ein ganzer Tag, aber allein für einen Download eine Stunde, was normalerweise in einem 64. der Zeit, also in einer Minute circa gegangen wäre, dauert da eine Stunde, weil, ne, der Download so lahm ist. Wofür zahle ich eigentlich die teure Verbindung? Naja, ich weiß es auch nicht so ganz. Ach ja, für euch, ne? Wollte ich nur mal erwähnen, für euch habe ich extra die 128.000er Leitung abgeschlossen, also geholt mir, weil ich den Upload brauchte, um die Videos hochzukriegen in angemessener Zeit. Es ist schrecklich, echt. Die sind da sehr geizig mit dem Upload. Ich hätte ja auch 32 Mbit reichen mir eigentlich. Aber der Upload ist da mit einem Mbit. Gut, inzwischen haben sie es auf 2 erhöht. Aber der ist echt gering. So, bevor ich jetzt über diese ganze Technik mich wieder da auslasse und mich aufrege, zu Recht wohlgemerkt eigentlich. Oder, was meint ihr, ist das zu Recht? Naja. Gut, ich möchte jetzt erstmal mit Ansur reden. Möge Durin bald in seine Hallen zurückkehren. Worum ging's denn da überhaupt? Wogen der Schaum? Keine Ahnung. Habt ihr es gefunden? Ihr habt es gefunden? Ich bin beeindruckt. Viele waren dem Wasser oder den Kreaturen der Tiefe erlegen. Wir wissen eure Hilfe sehr zu schätzen. Gut. Level up! Yeah! Level 57. Krass, wie schnell das geht. Wir haben noch keine Spur von Durins Fluch gefunden. Das Rauschen. Seid vorsichtig, wenn ihr nach Moria reist. Ach ja, wenn ihr nach Moria reist. Sehr witzig. Ich bin schon in Moria seit 7 Leveln. Mindestens. Nee, nicht ganz. Seit 6, oder? Ich weiß es gerade nicht genau. Das Rauschen der über die Räder laufenden Wassermassen war einst so ohrenbetäubend, dass man es hier fast nicht aushalten konnte. Nun aber fließt kaum noch ein Rinnsal. Die einstmals mächtigen Räder sind vom Zahn der Zeit und vom Fungus stark mitgenommen. Von Rost und Sporen zerfressen, sind sie lange nicht das, was sie einmal waren. Um sie wieder mit voller Kraft zum Laufen zu bringen, müssen sie von diesen Übeln gereinigt werden. Durchsucht das Wasserwerk und bringt mir die Säuredrüsen, der Glühwürmer. Im Nordwesten wimmelt es nur so von ihnen. Aus diesen Drüsen kann ich ein Öl gewinnen, das die Schäden beheben kann. Wenn ihr die Aufgabe erfüllt habt, kehrt hierher zu mir zurück. Okay, gibt's noch eine Quest? Nö. Gut, aber ich habe hier noch ein paar, die ich abgeben kann. Bei Gürgir. Es ist nur eine. An der Zeit, die Orks aus unserem Königreich zu vertreiben. Wenn ich jetzt wüsste, welche Stimme ich für den genommen habe, ich sollte vielleicht meine Videos gucken, aber egal. Ausgezeichnet, wenn ich erst ein paar Gewürze aus meinen Vorräten dazugetan habe, wird es genau das sein, was wir brauchen. Schenkt mir einen Augenblick. Ja, mein Gegenstand ist schon wieder aufgestiegen. Ach ja, ich kann Geschenke öffnen. Schön. Was gibt's denn diesmal? Zeichen für Landschaftssoldaten. Fügt eine Stunde Soldatenzeit hinzu. Was soll ich denn damit? Ich kann euch den Soldat eh schon benutzen zum Shop. Hat 5 Punkte habe ich bekommen. Das ist ja wunderschön. Wow. Ich habe so viele Punkte. Ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen soll. Legendärer Gegenstand ist aufgestiegen. Ja. Was kann ich denn hier vielleicht bei der Axt? Ach nee, hier war ja irgendwie nichts, was ich wirklich machen wollte. Was kann ich denn hier nehmen? Verlangsamung. Irgendwie nicht. Irgendwie nix so gefühlt. Naja. So. Neuschmieden muss ich ja auch lange nicht mehr. Also bald nicht mehr. Nee. Nee, was?
Was? Quatsch. Neu schmieden muss ich sie lange Zeit nicht mehr, weil sie ja erst Level 24 sind, beziehungsweise 25 und das ja erst mit Level 30 wieder. Also, ne, Gegenstandslevel. Nicht mein Level, ich bin ja schon 57. Gemacht werden muss. So. Und Aufgaben des Wasserwerks, okay. Habe ich denn eine neue Tat? Warte. Ah, ne, irgendwie nicht, ne? Aber vielleicht finde ich noch eine. Ich habe den Schleim eingekocht und mit verschiedenen Kräutern gemischt, um ein höchst wirksames Puder daraus herzustellen. Es riecht zwar köstlich, aber ist aber ein starkes Gift. Bestäubt die Echsennahrung in der versunkenen Tiefe damit. Irgendwann wird Steinkamm kommen, um zu fressen. Wenn die Echse geschwächt ist, solltet ihr sie besiegen können. Oh, eine Echse bekämpfen. Schleim mit Schleim bekämpfen. Okay, kann ich was verkaufen vielleicht? Das gibt Ruf. Okay, das nicht. Das gibt keinen Ruf. Didde hier kann Wäsch. Didde kann Wäsch. Das gibt Ruf. Das sehe ich schon vorher. So, Rosenquarz. Das kann alles weg, weg. Das kann auch weg. Kraft brauche ich nicht. Diese Kraftwiederherstellungstränke brauche ich irgendwie gar nicht. Das helle Bade kann ich eh nicht tragen. Das... Haben wir diese Steinbilder. Das auch. Na, das kann weg. Noch mehr... Ne, du kannst weg. Okay, reparieren möchte ich auch mal gerne. So, und dann würde ich auch noch mal gerne das Ganze hier benutzen. Wo sind sie denn da? La. Und hier. Benutzen und benutzen. Wird bereits verwendet. Ja, ich klicke ja nur die ganze Zeit drauf. Du gibst mir ja nicht die Möglichkeit, gleich alle zu verwenden. Was viel sinnvoller wäre. Wo ist der? Ach, da. Hier, mehr Ruf. So, wie sieht es jetzt eigentlich mit dem Ruf aus? Ruf da unten. Wächter der einzelnen Garnison, da bin ich schon Freund und zwar bald, okay, und bei den Minenbauern bin ich auch schon, naja, bei über der Hälfte immerhin. So, gut. Dann einmal hier durch und dann nochmal das Inventar schließen. So, und jetzt muss ich Folgendes tun, da hinten muss ich, okay, ich muss ein paar Wege ablaufen, Moment. Vor allem Wege ablaufen. Hier sind ja keine wirklich fest definierten Wege. Es geht ja einfach nur durchs Wasser die ganze Zeit. Ich gehe mal hier runter. Wow! Ihr habt euch verletzt, natürlich im Wasser. Bei anderen Spielen geht das nicht. Na gut. Ups, das wollte ich gar nicht. So. Ich finde mich hier nie zurecht. Das sieht alles so gleich aus. Irgendwie jede Ecke ist irgendwie gleich. Greift mich jetzt ernsthaft die Spinne an? Nee, doch. Scheiße. Ach Mann, jetzt lass mich in Ruhe, du Spinne. Ich glaube, du spinnst wohl. Pff. Die spinnt doch, echt. So. Was soll ich noch machen? Was ist denn was hier? Ach so, okay. Verrostetes Getriebe, da soll ich Säuredrüsen sammeln von diesen Viechern. Ach, du Heilige. Okay. Von Glühwürmern. Ihr könnt euch auch nichts Besseres ausdenken als Monstertöte. Als Töte-Monster-Quests. Nee, Kill-Quests halt. Quests, bei denen ich Monster töten muss. Ja, was soll denn das? Wie spät... Jetzt habe ich gar nicht... Habe ich geguckt, wann ich angefangen habe? Ach, keine Ahnung. So, vor 5 Minuten vielleicht. Ich weiß es nicht genau. Ihr seht es ja, ich sehe es jetzt nicht. So. Tja. Ein Glühwurm. Ist das nicht schön? Ja, Glühwürmchen. Habt ihr mal Glühwürmchen eingefangen? Die armen Tiere werden dauernd eingefangen. Naja. So. Und ich glaube, so viel, so groß ist diese luminisierende Wirkung nicht, dass es sich wirklich als Licht lohnt, in den Raum zu stellen oder so. Ich meine, ein bisschen sieht man dann, aber die armen Tiere. Ja, sollen sie lieber in freier Natur von irgendwem gefressen werden oder so. Aber doch nicht hier in irgendeinem Glas sterben. Das ist ja viel schlimmer. Ne? Nee, aber es ist natürlich auch nicht so toll. Ne? Aber, was soll man machen? Menschen sind halt so, die sammeln halt Glüh... Sag mal, ich habe gerade so eine große Schadenzahl gesehen, aber vermutlich waren da zwei nebeneinander, oder wie war das gerade? Oder bin ich blöd? Nee. Ach, keine Ahnung. So. Und da habe ich gerade irgendwie 770.000 Schaden gemacht. Das glaube ich eher nicht. So, jetzt greifen mich hier zwei Glühwürmer an, mein Gott.
Die sind ja echt überall. Und vor allem zielt er auch so genau. Und schießt vor allem überhaupt nicht daneben eigentlich. Ne? Wie jetzt zum Beispiel. Aber naja, was soll man dazu noch sagen? Und wir sind Level 57. Bald kommen wir aus Moria raus. Bald ist es soweit. Nicht mehr lang. So. 5 und 6 Säuredrüsen. Und bevor ich hier versaure, sollte ich vielleicht ein wenig essen. Tja. Jetzt habe ich meine ganzen Gesprächsthemen schon in der Guild Wars 2 Aufnahme vorhin verbraten. Verdammt. Dabei habe ich nur eine Stunde aufgenommen. Soll ich jetzt nochmal erzählen oder soll ich euch sagen, ihr guckt doch einfach mal Guild Wars 2? Na, es wäre ja jetzt gemein. Tja, was gibt's denn Tolles zu erzählen? Ich hatte zum Beispiel darüber mich ausgelassen, über was eigentlich? Ach so, über... Ja. Ja, was würde man machen, wenn man jetzt länger leben könnte? Zum Beispiel 500 Jahre oder wenn man gar nicht mehr sterben könnte. Was würde man sein ganzes Leben lang machen? Ne? Ich meine, ein Haus zu bekommen wird ja wohl kein Problem sein. Man kann ja dann lange genug ansparen, das ganze Geld. Wird ja wohl irgendwie möglich sein, bestimmt. Und so eine Sachen halt generell... Wahrscheinlich wird man sich in einer guten Auto... Ein teures Auto wird schwierig, weil... Du kannst es dir zwar kaufen, aber dann hält es nur 10 Jahre circa. Und dann... Ja, kannst du es auch wieder verkaufen oder verschrotten, je nachdem, wie du es gefahren hast. So, ne? Und wenn du dir ein teures Auto kaufst, hier Sportwagen und so, fährst du damit bestimmt nicht sehr zimperlich, ne? Muss man ja auch sagen. Da muss ich ja auch zugeben, wenn ich einen Lamborghini hätte, würde ich da jetzt nicht auch wie so ein alter Opa mit einem Trabi fahren. Das, na, muss ich ehrlich so zugeben. Und dann wäre das Auto wahrscheinlich auch recht schnell hinüber, wenn man dauernd so fährt. Tja. Ne, aber wozu kauft man sich das sonst, ne? Habe ich natürlich nicht. Wäre natürlich schön, aber im Prinzip, da stellt man sich, glaube ich, auch immer, immer schöner vor, als es denn wirklich ist. Ich meine, wenn du das Auto hast, ist zwar schön und gut, aber irgendwann gewöhnt sich dran und dann ist auch nichts Besonderes mehr. Ne? Ich meine, es war immer noch besser, als jetzt irgendwie ein altes, was weiß ich, Auto zu haben, das halb auseinanderfällt. Aber wenn du normalen Mittelklassewagen hast, ich glaube, da ist jetzt, ne, ja, wie soll ich jetzt sagen? Vom Komfort her ist wahrscheinlich so ein Lamborghini oder Ferrari oder so besser. Und von der Dings, von der penisverlängernden Wirkung auch. Hahaha, lustig. Nee, aber jetzt mal ernsthaft, also... Ich wüsste nicht, die greifen mich gar nicht an. Die drohen nur anzugreifen. Ich töte die bloß trotzdem vorher, weil man weiß ja nie. Hier hinten muss ich eh hin. Tja, aber ansonsten, nach einer Zeit hast du dich dran gewöhnt und dann ist auch nichts Besonderes mehr. Und dann ärgerst du dich, dass du dafür 300.000 ausgegeben hast. Oder was weiß ich wie viel oder noch mehr. Ne? Tja. Hat sich dann bestimmt voll gelohnt. Also theoretisch... Muss ich ja auch zugeben, also, nee, was heißt theoretisch muss ich zugeben? Also, ich muss ja auch zugeben, ich glaube, ich wäre auch mit einem ganz normalen Mittelklassewagen eigentlich zufrieden. Ne? Sofern ich mir eh nichts Besseres leisten kann. Ne? Ich meine, was weiß ich, 150 PS oder so, das ist eigentlich genug. Später soll es ja sowieso in Richtung Elektroautos gehen. Ne? Aber trotzdem. Na, wobei, da gibt es ja auch PS beziehungsweise Kilowatt. Ja, Kilowatt, also KW, ist ja eigentlich die, ist ja bloß eine andere Einheit für die gleiche physikalische Größe, nämlich die Energie, nee, die Leistung, die Leistung, genau. Genau, Energie ist Kilowattstunde oder sowas halt, oder Wattsekunde oder was weiß ich. Kilowattstunde ist wahrscheinlich das populärste oder Joule halt, ist auch Energie. Kalorien auch, wenn ich mich nicht ganz irre. Aber sind halt keine Standardeinheiten, soweit ich weiß. Doch, Joule glaube ich schon. Aber Kalorien nicht. Oder Kilokalorien. Warum sagt man eigentlich Kalorien und nie... Ja, immer sagt man Kalorien, aber nie Kilokalorien. Obwohl es ja Kilokalorien sind. Kalorien ist nix. Wenn ich 2000 Kalorien zu mir nehme,
Das sind, das ist nix. Ja. Aber 2000 Kilokalorien davon kann ich den ganzen Tag satt sein. Theoretisch. Ne? Die Angabe ist ja sonst eigentlich immer in Kilokalorien auf den Verpackungen, aber Leute sagen halt immer Kalorien. Ich weiß nicht warum. Hm. Genauso wie man Stundenkilometer sagt und nicht Kilometer pro Stunde. Naja. So. Ich muss das nicht verstehen, oder? Ich glaube nicht. So. Worüber wollte ich jetzt eigentlich reden? Ach so, ja, also theoretisch so eine Sachen halt. Ja, oder... Ne, also wenn ihr euch jetzt keinen teuren Sportwagen leisten könnt, dann seid nicht traurig, weil so toll ist das bestimmt nicht. Ich meine, ich habe das selber noch nicht erfahren, muss ich ja zugeben, aber ich stelle mir das auch nicht so toll vor. Also halt für die ersten paar Wochen oder so vielleicht, aber dann nach einer Zeit... Ja, ich meine, hast dich dran gewöhnt und dann... Steht er nur noch in der Garage rum oder du fährst halt normal damit? Je nachdem. Aber an sich ist da jetzt nichts Besonderes dann mehr dran. Ne? Und ausfahren kannst du den sowieso denn nur so richtig. Tja, ich habe ja schon Probleme auf der Autobahn in Deutschland schon ein Auto richtig... Ja, kannst du ja gar nicht richtig schnell fahren. Die schleichen alle so. Selbst wenn keine Geschwindigkeitsbegrenzung ist. Ich meine, sollen sie ruhig. Ist zwar sicherer, aber... Naja... So, egal, ne? Tja, ich in meinem jugendlichen Leichtsinn fahre dann immer ein bisschen schneller, aber das ist wohl auch nicht so gut. Ne, vom Risiko her ist das vielleicht nicht das Sinnvollste, aber es macht halt Spaß. So, ne? Das ist auch immer so eine Sache, immer abwägen zwischen Risiko und Spaß. Ne? Wann ist das Risiko noch vertretbar, gemessen an dem Spaß, den das macht? Und wann sollte man es doch lieber lassen? Ne? Das ist echt eine schwierige Frage. Und wieso laufe ich falsch? Ich weiß es nicht. So. Ich habe mich verlaufen, verdammt. Ne? Auch Fallschirmspringen. Ich glaube, sowas würde ich nie machen. Aber man weiß es nicht. Wobei das Risiko ist da, glaube ich, gar nicht so groß, oder? Ich, ja, keine Ahnung. Hä? Wo bin ich denn jetzt? Willst du mich verarschen? Hier! Ach Gott, das soll einer finden. Laufe ich 10-mal dran vorbei. Naja, nicht direkt, aber 10-mal falsch. Jetzt habe ich es gefunden. So, Ansur. Ne? Hallöchen, Ansur. Der Schatten Mordors wird sich nicht für lange in den Hallen Khazad-dûms breit machen. Diese sind genau richtig. Da ist gerade genug Säure drin für unsere Zwecke. Und ihr scheint euch selbst auch nicht zu sehr bekleckert zu haben. Gut gemacht, Thagador. Wenn wir in Khazad-dûm Mithril finden wollen, müssen wir uns erst um die Orks kümmern. Mhm. Okay, ich habe die Säure der Glühwürmer destilliert und gereinigt. Dieses Destillat können wir sehr wirkungsvoll einsetzen. Nehmt es und geht damit zur Wasserradanlage beim großen Wasserrad Thagador. Dort befinden sich viele kleine Schaufeln, die von Fungussporn überzogen sind. Die Hauptschaufel ist zudem von Schleim bedeckt. Damit sich das Rad wieder drehen kann, muss es von Fungus und Schleim befreit werden. Kehrt anschließend zu mir zurück und erstattet Bericht. Es wäre zu schade, wenn sich die Räder nicht mehr reparieren ließen. Gut. Noch ein Quest? Wir haben noch keine Spur von Durins Fluch gefunden. Seid vorsichtig, wenn ihr nach Moria reist. Wenn ihr nach weiterer Arbeit beim großen Wasserrad sucht, solltet ihr mit Vorarbeiter Indriff sprechen. Er ist vor einiger Zeit dorthin gegangen und es heißt, dass er dort fest sitzt. Steht da so. Scheinbar war der Fungus nicht genug, um ihn von seiner Aufgabe abzubringen. Möglicherweise braucht er eure Unterstützung. Er dürfte im Wasserradhaus unterhalb des großen Wasserrades sein. Habe ich eigentlich eine neue Tat mit Aufgaben hier? Nee, ich weiß auch nicht. Ich glaube nicht. Diese Hallen werden wieder in alter Pracht erstrahlen. Diese Echse ist also fort. Meine Brüder sind gerecht. Diese gute Nachricht treibt mir Freudentränen in die Augen. Es ist sehr wichtig, dass wir unsere Reisewege offen und frei von Störungen halten. Und dies war ein Schritt in die richtige Richtung. Oh, ein verwirrender Umhang. Der ist gar nicht so schlecht, glaube ich. Den nehme ich mal. Und leg ihn auch gleich mal an. Da ist er ja schon. So, und mein Gegenstand ist aufgestiegen. Und ich noch nicht, aber egal. So, gut, jetzt habe ich noch mehr Quests. Boah, nerv.
Ernsthaft. Na gut. So, was ist denn hier schon wieder? Legendär? Achso, Aufstieg, natürlich. Gut. Ach, der Bogen, warte mal. Level 26 ist er schon. Was nehme ich denn? Was nehme ich denn? Was nehme ich denn? Gnadenschuss. Kritischer Multiplikator würde ich eigentlich gerne nehmen, aber dafür fehlt mir noch ein bisschen was. Tja, also gar nichts nehme ich dann. Boah, jetzt hier hinten nochmal. Eigentlich würde ich auch gerne wieder raus aus dem Wasserwerk, muss ich ja zugeben. So, ich springe hier mal wieder runter, ne? Aua. So ein bisschen abtauchen ist nie schlecht. Ne? Ja, wo war ich stehen geblieben? Ach so, tja. Auto, ja, oder generell diese Statussymbole, auch größere Häuser. Ich meine, sieht zwar gut aus, aber im Prinzip kannst du auch in einem kleinen Haus glücklich werden, sofern du genug Wohnraum hast, ne, und einigermaßen bequeme Möbel, kannst du eigentlich auch da glücklich werden. Ich meine, ein großes Haus, toll, aber viel hast du da auch nicht, ne, du hast bloß, der einzige Vorteil ist eigentlich, dass du riesige Laufwege hast. Das ist nicht, nee, das ist nicht mal ein Vorteil, das ist eigentlich eher ein Nachteil, weil du so viel laufen musst, um von einem Raum zum anderen zu kommen. Na, eigentlich ist das sogar scheiße, wenn man ein großes Haus hat. Und trotzdem wollen das viele. Kann ich gar nicht verstehen. Naja, na gut, kann ich doch verstehen. Sieht halt schon schön aus und so. Ne? Aber du kannst halt so ein kleines Haus für 100.000 oder so, das können sich dann schon mehr Leute leisten. Ich hoffe, ihr gehört auch mal irgendwann dazu oder gehört schon dazu, ihr lieben Zuschauer. Da ist es schon ein bisschen besser. Da kannst ja auch ein bisschen schöne Sachen machen, wie zum Beispiel eine Fensterfront zum Garten hin oder so. So einfach mal eine halbe Wand aus Fenstern. Das sollte jetzt eigentlich möglich sein. So ist es ja nicht. Man kann ja jetzt nicht sagen, dass es nicht hier... Wo bin ich denn? Muss ich hier? Nee. Da hinten muss ich irgendwo hin. Und wen muss ich noch besiegen? Schaufel mit Säure soll ich instand setzen? Ich finde diese ganzen Dinger gar nicht. Hä? Vorarbeiter beim Großen? Also irgendwo hier sollen... Hä? Ich sehe nirgendwo Schaufeln von irgendwelchen Wasserrädern. Da ist nur das große Wasserrad. Muss ich irgendwo rein oder... Hallo? Wieder irgendwas, eine Barriere, eine unsichtbare, die wieder nicht auftaucht. Wahrscheinlich irgendein Stein oder so, der wieder nicht aufgetaucht ist. Hä? Liebes Spiel, verarscht mich doch nicht. Ich glaube, ich muss da rein, oder? Muss ich das? Es sieht so aus. Was steht da? Aufgabenort innen. Na, sehr hilfreich. Kann derzeit nicht ausgeführt werden, hä? Okay, jetzt bin ich echt verwirrt. Bin ich denn hier richtig? Kammer der Räder. Also wenn ich hier nicht richtig bin, dann weiß ich auch nicht. Aber hier sind auch keine... Nee, hier sind nur Flutenechsen. Hä? Willst du mich verarschen? Und Tiefenkröten, die anzugreifen drohen. Toll. Aber an sich ist hier sonst nichts, oder wie? Hä? Ich soll die irgendwo instand setzen, verdammt. Ich finde das nicht. Jetzt habe ich schon eine Karte und ich finde einfach das nicht, was ich machen muss. Das kann doch nicht sein. Vor allem ist hier auch nichts, hier ist überall nur Wasser. Ich finde das sehr verwirrend. Ich glaube, ich habe dieses Gebiet hier auch gehasst, weil man sich hier überhaupt nicht zurechtfindet. Selbst wenn man alles aufgedeckt hat, aber was bringt das schon? Jetzt geht's hier wieder hoch? Hä? Gibt es hier auch noch mehrere Stockwerke? Nee. Nee, jetzt bin ich wieder hier oben. Ah, jetzt, nee. Hier bin ich, hä? Hier ist eine Statue einfach mal. Wieso steht hier irgendjemand eine Statue hin? Welchen Sinn hat das? Leute, sagt es mir. Kann mir irgendjemand einen Sinn erklären, warum hier jemand eine Statue hinstellen sollte? Nicht? Gut, dann nicht.